Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ja, wie gesagt, das wird heute mein allererstes Let's Play, was ich euch hier darbiete. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Das Spiel habe ich vor einiger Zeit schon mal gespielt. Was heißt vor einiger Zeit? Ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich fand das toll und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch auch mal ein Let's Play von machen, weil ich von Let's Plays in letzter Zeit sehr angetan bin. Ja, also ich nenne mich auf jeden Fall Link, bin aber leider Rechtshänderin, naja, was soll's. Gut, dann wollen wir mal starten in die schöne Welt. Unsere Geschichte beginnt vor nicht allzu langer Zeit. Ich kann hell sehen. Es gab da ein Mädchen, das war Anführerin einer Bande Piraten. Ihr Name war Tetra. Sie war hübsch, klug und ein kleiner Wildfang. Tetra und ihre kühnen Piraten segelten los, um das weite Meer zu erkunden. Eines Tages auf einer Insel traf Tetra einen Jungen in grünem Gewand. Das sind wir. Es ergab sich schließlich, dass die beiden gemeinsam auf eine Reise gingen. Auf ihrer Reise fanden sie alte Ruinen, wo Tetra von einem Licht umhüllt wurde. Plötzlich verwandelte sich Tetra in eine wunderschöne Prinzessin. Da erfuhren sie, dass Tetra die Prinzessin eines untergegangenen Königreichs war. Sie war Prinzessin Zelda aus dem Königreich Hyrule. Da plötzlich erschien... Ja, wer erschien denn? Ein unheilvoller Dämonenkönig. Er entführte Prinzessin Zelda. Ach, wie kann es anders sein? Der böse König strebte nach der heiligen Kraft, die Zelda innewohnte. Er plante, die Kraft an sich zu reißen und sie selbst zu nutzen. Der Junge nahm die Verfolgung auf, um die Prinzessin zu retten. Der Junge überquerte den Ozean und erklomm Berge. Die Reise war gefährlich. Er erschlug böse Monster und benutzte ihre Kraft, um ein wahrer Held zu werden. Tja, so ist Link halt. Nach einem langen und harten Abenteuer besiegte er den bösen König. Und die schöne Prinzessin Zelda war endlich befreit. Danach stachen die beiden wieder in See, um neue Länder zu entdecken. Ja, sie segelten gemeinsam. Ach, wie kann es anders sein? Ach, ein echtes Happy End, ne? Wie fandest du meine neuen super Papierfiguren? Tetra ist ein Waldprinzessin Zelda. Ist mir doch gut gelungen, oder? Hey, Link, schläfst du oder was? Warum schläft Link eigentlich immer? Link! Link! Und warum schreien immer alle? Da ist er! Hört auf, ihr sollt doch Ausschau halten! Männer! Ha, du bist mir vielleicht ein legendärer Held. Komm zu glauben, dass du mich gerettet hast. Tja, ja. So ist Link nun mal immer verschlafen. Immer, naja, muss man ihm alles erzählen. Ist immer jemand dabei, der ihm sagt, was er tun soll, was er lassen soll. Da kann man doch nur müde werden. Mein Gott. Ja, und mach weiter.
Prinzessin Zelda! Ich sagte doch, nenn mich Tetra wie immer, aber genug davon. Haltet auch schon nach diesem Schiff. Ist das wirklich für eine gute Idee? Eine Menge Schiffe sind hier verschwunden. Es wäre des Geisterschiffes. Ja, genau. Alle Schiffe sind verschwunden. Schauerige Geisterschiff ist schuld. Welche Geister? Hey, Tetra! Sagt man nicht, dass diese Gewässer beschützt werden von einem Wesen namens Meereskönig, oder? Sollte er nicht die Schiffe beschützen? Außer es gibt wirklich ein böses Geisterschiff. Spinn hier nicht rum, es gibt kein Geisterschiff, Punkt! Das sind verschlangene Piraten, da wette ich drauf. Ich werde sie entlarven und ihnen einbläuen, dass auch Piraten Regeln haben. Und ich glaube auch nicht an diesen Meereskönig. Hm, wäre noch schöner. Was kommt jetzt? Nebel zieht auf. Oh nein. Hey, schau. Oh nein, die Luft ist so eisig. Ah, oh, gruseliger Ort, lieber umschiffen. Sei nicht so ein Angsthase. Wir sind schließlich hier, um die Welt zu sehen. Ein Schiff. Was? Ein Schiff? Ich kann das bei dem Nebel sehen. Oh, da kommt es. Oh nein, mit einem Totenkopf drauf. Ach, die können doch nur nett sein. Schipper, schipper, schipper. Wir kommen in Frieden. Das sieht wirklich aus wie so ein UFO. Mit den Lichtern da vorne dran. Der Totenkopf sieht auch nicht gerade menschlich aus. Aliens! Schipper, 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 schipper. Wir schippern. Und... ja, Rums. Das ist das Geisterschiff. Und du willst Pirat sein? Das ist doch mein Schiff. Es sei das Geisterschiff. Vielleicht sind Berge von Schätzern an Bord. Alles klar, ich werde sie, ja, gucken. Nein, geht nicht. Und warum kann ich nicht sprechen? Und wer schreit hier? Oh nein. Oh Gott. Ist das schrecklich. Jetzt muss ich Selbstmord begehen. Es fährt wieder los. Hinterher. Genau, Link. Halt dich fest. Fall nicht runter. Du kannst doch nicht schwimmen, Junge. Nicht. Ah. Platsch. Nein. Game over. Spiel ist vorbei. Ah, ein kurzes Let's Play. Schön. Oh, nee, es geht ja doch weiter. Tetra. Link. Ich bin tot. Nein, rette mich. Link. Nein. Sie verschlingen mich. Ah, dieser Schmerz. Es ist so unbeschreiblich. Rette mich, Link. Der Schmerz ist so unbeschreibbar. Das ist doch nur Dampf. Rauch, wie auch immer. Mir ist so schlecht, hab so viel Salzwasser gesoffen. Nein, nicht schon wieder eine Fee. Oh, bin ich froh. Du warst regungslos. Ich hab dich gefunden. Du scheinst unverletzt zu sein. Du musst es schaffen. Ich bin Ciela, eine Fee. Was habe ich mir schon gedacht? Ich bin hier rumgeflattert und hab dich gefunden. Was passiert? Warum sprichst du so schnell? Nein! Was ist los? Ein weiter Strand, ist das schön. Was? Ein Geisterschiff? Deine Freundin wurde von einem Schiff entführt? Wie geht das denn? Also bist du ihr gefolgt und wurdest von einem Schiff getrennt? Ist das Geisterschiff, von dem alle reden?
von diesem Schiff kehrt niemand wieder. Du willst mehr über das Geisterschiff erfahren? Mein Großvater weiß vielleicht was. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Hat er mich gerettet? Er ist ja nett. Also mach dir keine Sorgen. Unser Haus ist hier oben auf dem Hügel. Also komm. Ach ja, so einer netten Fee. Kann man ja nur vertrauen, die ihr Gedächtnis verloren hat. Wo hat die überhaupt ihr Gedächtnis? Ja, ich benutze den Touchpen, um zu laufen. Ich laufe. Ich laufe immer der Fee hinterher. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie hat sie eine magische Anziehungskraft auf mich. Oh, ich muss ihr hinterher. Hey du, berühr mich doch mal. Ja, mach ich. Gut gemacht, berühre Leute, um mit ihnen zu sprechen. Versuch das auch mit anderen Dingen wie Schildern oder Fässern. Was, ich kann mit Fässern reden? Cool. Tap, 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 tap. So Leute, das war mein erster Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gut, wir sehen uns in dem nächsten Part wieder.